Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in unserem heutigen Video unserer Nettopolicen-Testreihe werden wir uns den Tarif vom Volkspolbund anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bevor wir mit dem Review starten, ein kleiner Disclaimer. Alle Daten sind mit größter Sorgfalt recherchiert und basieren auf den aktuellen Angebotsberechnungen der Rechentools der Versicherung sowie den aktuellen allgemeinen Versicherungsbedingungen. Doch trotz größter Sorgfalt können wir nicht ausschließen, dass uns an irgendeiner Stelle ein Fehler unterlaufen ist. Sollte euch etwas auffallen, dann gebt uns gerne einen kurzen Hinweis. Darüber hinaus kann dieser Test nur einen allgemeinen Überblick verschaffen und setzt keinen auf die individuelle Situation zugeschnittene Beratung. Doch damit genug der Vorrede, lasst uns gleich ins Thema einsteigen. Im Rahmen unseres Nettopolicen-Tests haben wir uns mit Rentenversicherungen als Nettotarif von verschiedenen Anbietern auseinandergesetzt. Dabei haben wir uns in Summe 18 Detailkategorien angeschaut, die sich zu den Oberkategorien Effektivkosten, Geldanlage, Rentenfaktor, Flexibilität und Vertragsgestaltung, Bilanzkennzahlen und Online-Portal zusammenfassen lassen. Für jede Detail- und auch Oberkategorie haben wir eine Schulnote zwischen 1 und 6 vergeben, aus der sich dann eine Gesamtnote für den getesteten Tarif ergibt. Falls du noch mehr Informationen rund um die Analysekriterien und auch wie sich die Benotung zusammensetzt benötigst, dann schau dir gerne noch einmal das Einführungsvideo zur Nettopolicen-Testreihe an, da haben wir alle Punkte im Detail erklärt. Solltest du noch einmal grundsätzliche Infos benötigen, wie die Nettopolice überhaupt funktioniert, findest du diese in unserem dazugehörigen Video oder in unserem ausführlichen Ratgeber. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung oder einfach bei Google nach Fragfina Nettopolice suchen. Das Angebot des Volksverbundes, was wir uns jetzt anschauen, wurde auf den folgenden Bedingungen berechnet. Das Alter der Musterperson beträgt 30 Jahre, Vertragsbeginn ist der 1.3.23, Laufzeit ist bis zum 67. Lebensjahr und es werden 100 Euro monatlich gespart. Schauen wir uns die erste Kategorie, und zwar die Effektivkosten, an. Bei den Effektivkosten werden alle Kosten des Vertrags auf die gesamte Laufzeit umgelegt. Dies ermöglicht einen Kostenvergleich mit einer Anlage, beispielsweise direkt am Kapitalmarkt. Idealerweise sind die Effektivkosten so gering wie möglich. In diesem Vertrag betragen die Effektivkosten 0,39%. Die Kosten für die Geldanlage haben wir hier nicht mit berücksichtigt. Dies entspricht in der Kategorie Effektivkosten einer 1 als Note. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der Kategorie Geldanlage. Hier haben wir uns drei Detailkategorien angeschaut, und zwar aus wie vielen Geldanlagen man grundsätzlich wählen kann, aus wie vielen ETFs man wählen kann und aus wie vielen nachhaltigen Anlagen, die der EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 9 entsprechen, man wählen kann. Das Ergebnis des Volksbundes sieht dabei wie folgt aus. Aktuell kann man aus 145 verschiedenen Anlagen wählen, was der Note 1 entspricht. Im Bereich ETFs ist die Auswahl bei 37 verschiedenen ETFs, aus denen man wählen kann. Dies entspricht der Note 3. Und bei den Anlagen, die dem Artikel 9 entsprechen, ist die Auswahl aktuell bei 18 Anlagen, was ebenfalls der Note 3 entspricht. Somit ergibt sich in der Oberkategorie Geldanlage eine Zwischennote von 2,33. Kommen wir als nächstes zur Kategorie Rentenfaktor. Wir unterscheiden hier zwischen den Detailkategorien garantierter Rentenfaktor und aktueller Rentenfaktor. Der garantierte Rentenfaktor gibt an, was man garantiert als Rentenfaktor zum Rentenbeginn erhält, egal wie dann die Berechnungsgrundlagen sind. Also das ist das Worst-Case-Szenario. Der aktuelle Rentenfaktor gibt an, wie hoch der Rentenfaktor zum Rentenbeginn oder Rentenalter sein wird bei heutiger Rechnungsgrundlage. Der aktuelle Rentenfaktor beträgt beim Volkswohlbund 17,61 Euro, was einer Note von 6 entspricht. Und der garantierte Rentenfaktor liegt ebenfalls bei 17,61 Euro, was auch der Note 6 entspricht. Somit ergibt sich in der Oberkategorie Rentenfaktor eine Note von 6. Wer hier noch einmal genau wissen will, was es mit dem Thema Rentenfaktor und vor allem dem garantierten Rentenfaktor auf sich hat, kann dies gerne in unserem Einführungsvideo machen. In der nächsten Kategorie haben wir uns das Thema Flexibilität und Vertragsgestaltung, also die wichtigsten Optionen, wie man seinen Vertrag anpassen und gestalten kann, angeschaut. Starten wir mit dem Mindestbeitrag für eine monatliche Zahlung. Dieser liegt bei 10 Euro, was der Note 1 entspricht. Darüber hinaus haben wir uns angeschaut, ob man während der Vertragslaufzeit die gewählte Geldanlage kostenfrei verändern kann und wenn ja, wie oft. Beim Volksverbund kann man die Zusammensetzung der Geldanlage 12-mal im Jahr kostenfrei verändern. Dies entspricht der Note 2 und dabei darf die Geldanlage auf bis zu 25 verschiedene Fonds verteilt werden. Des Weiteren haben wir uns angeschaut, wie die Regelung ist bei einer Auszahlung oder auch einer Zuzahlung während der Vertragslaufzeit. Der Mindestbetrag bei einer Auszahlung beträgt 500 Euro,
Was der Note 2 entspricht, bei einer Auszahlung fallen keine Kosten an. Dies gilt jedoch nur für eine Auszahlung pro Jahr. Für jede weitere Auszahlung würden dann 50 Euro pro Auszahlung anfallen. Dies entspricht hier der Note 1. Bei einer Zuzahlung liegt der Mindestbetrag bei 300 Euro, was der Note 2 entspricht. Für jede Zuzahlung fallen auch Kosten an. Diese betragen 1,3% der Zuzahlung, was der Note 3 entspricht. Zwar nicht in der Benotung berücksichtigt, aber bei dem Thema Flexibilität natürlich auch wichtig. Wir haben uns angeschaut, wie die Regelung ist, wenn man seinen laufenden Beitrag erhöhen möchte. Innerhalb der ersten 10 Jahre darf der Beitrag einmalig oder mehrmals erhöht werden. Alle Erhöhungen dürfen dabei einen Beitrag von 500 Euro monatlich nicht übersteigen. Wenn der Beitrag zu Beginn bereits bei 500 Euro liegt, darf er maximal verdoppelt werden. Dies ergibt dann zusammengefasst in der Kategorie Flexibilität eine Zwischennote von 1,83. Als vorletzten Punkt schauen wir uns die Kategorie Bilanzkennzahlen an. Wir starten mit dem Eigenkapital. Dies liegt beim Volkswohlbund bei 209 Millionen Euro, was der Note 2 entspricht. Des Weiteren haben wir uns die Kapitalanlagen angeschaut, also wie viel Geld wird vom jeweiligen Anbieter im Rahmen des Versicherungsmantels investiert. Beim Volkswohlbund sind dies 19,934 Milliarden Euro, was der Note 1 entspricht. Als dritte Kennzahl haben wir die Nettoverzinsung über alle Anlagen der letzten 10 Jahre im Durchschnitt. Diese beträgt beim Volkswohlbund 4,25%, was der Note 2 entspricht. Und zu guter Letzt noch die Verwaltungskostenquote. Diese beträgt beim Volkswohlbund 1,66%, was der Note 2 entspricht. Somit ergibt sich in der Kategorie Bilanzkennzahlen die Zwischennote von 1,75. Als letztes haben wir uns angeschaut, ob der Volkswohlbund ein Online-Portal anbietet und somit die Möglichkeit, seinen Vertrag digital zu verwalten, zum Beispiel dann auch dort eine Änderung der Adresse oder ähnliches vorzunehmen. Der Volkswohlbund bietet ein entsprechendes Online-Portal aktuell nicht an. Fassen wir die Ergebnisse noch einmal zusammen. Der Volkswohlbund erzielt in der Kategorie Effektivkosten eine Note 1, in der Kategorie Geldanlage ergibt sich eine Note von 2,33, in der Kategorie Rentenfaktor eine Note von 6, in der Kategorie Flexibilität und Vertragsgestaltung eine Note von 1,83 und in der Kategorie Bilanz eine Note von 1,75, was einer Gesamtnote von 2,41 entspricht. Den gesamten Test in Schriftform findest du auch noch einmal auf unserer Seite, der Link ist dafür in der Beschreibung. Ich hoffe, dir hat das heutige Review gefallen und du konntest einige wichtige Erkenntnisse für deinen Entscheidungsprozess mitnehmen. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.